meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. So, herzlich willkommen zur 9. Folge von Gute Zeilen, schlechte Zeilen. Dafür wird's mal wieder Zeit. Wir hatten ja in der letzten Folge es tatsächlich geschafft, bis zur 100. Folge meines Minecraft Let's Show Plays die Kommentare aufzuholen. Und inzwischen ist ja auch schon wieder einiges passiert. Falls sich meine Stimme jetzt besonders tief anhört, liegt daran, dass ich einfach morgens aufnehme. Da ist meine Stimme immer ein bisschen im Keller. Das hört sich gut an, muss ich sagen, wenn man sie so selber sprechen hört. In dem Fall mal sehen, wie es nachher in der Aufnahme ist. Ob wieder das Mikrofon anfängt zu scheppern durch die Vibrationen. Good Vibrations. The Beach Boys. Schauen wir einfach mal, wie es durchhält. Headset. Habe ich ein ganz einfaches für 20, 25 Euro aus der Grabbeltruhe vom Mediamarkt, Saturn, was weiß ich. Und zwar eins von Zytec. Moment mal, ich schau mal nochmal nach. Jawohl. Also von Zytec, das GH20. Wie gesagt, einfach günstig abgegriffen aus der großen Truhe im Elektronikfachmarkt. Hat soweit ganz gut durchgehalten, muss ich sagen. Funktioniert auch recht gut so für Teamspeak und so eine Sachen. Für die Aufnahmen hier hat es sich natürlich auch bewährt. Und wir wollen mal sehen, wie lange das noch durchhält. Schauen wir mal, ob da was anderes kommt oder ob ich vielleicht mir ein Mikrofon zulege, weil ich für die Aufnahmen eigentlich das Headset nicht richtig aufsetze, sondern da ich den Ton immer noch über die Außenlautsprecher kriege, lege ich mir das quasi um den Hals, wie so eine Halskrause, und positioniere dann entsprechend das Mikrofon. Vielleicht liegt das auch daran, dass das dann häufig knirscht oder knattert. So, schauen wir mal in die Kommentare zur 101. Folge, der Morgen danach, nach der 100. Folge. was haben wir hier? Gesundheit. Fangen wir doch einfach mal oben an. Dutchman findet deine Showplays richtig gut. Danke, egal ob jetzt nachvertont oder über ein Thema oder normal. Das mache ich ja auch häufiger, dass ich einen Kommentar hinterher drauf spreche. Dann haben wir hier das mit dem Seed Monster Spawner Position. Achso, gut, das ist noch was anderes. Da geht es wieder mal um Gronkh. Texture Pack ist immer noch das von Down for Life Minecraft zu finden auf seinem Kanal und den findet ihr in meinen Empfehlungen. Der Frage werden wir noch häufiger begegnen. Irgendwann werde ich es mir wohl angewöhnen, das in die Beschreibung immer reinzuschreiben. Da kommt man dann wohl doch nicht drum rum. Hier habe ich es auch nochmal geschrieben. Hatte ich schon in meinen letzten Videos angesagt. Werde ich in den nächsten Videos ansagen. Steht in den Kanalkommentaren und in den Kommentaren zu meinen Videos. Ihr habt also immer eine Chance eigentlich, das herauszufinden, welches Texture Pack ich benutze. In fast jedem Video steht es entweder in den Kommentaren drin, aktuell steht es auch nochmal in den Kanalkommentaren. Wie gesagt, Down for Life Minecraft. Und dort auf seinem Kanal findet ihr den Link zu seiner Seite und da das Texture Pack. auch wenn ihr gerade erst eingestiegen seid bei meinen Videos, ruhig mal umschauen, in die Kommentare gucken. Meistens findet dann sich die Antwort auf diese Frage. Ja, an alle Neuen auch nochmal herzlich willkommen, die jetzt erst mit der 100. Folge eingestiegen sind. Ich plane ja, so eine Zeitraffer-Serie zu machen, wo ich also immer so 20, 25 Folgen von Anfang an dann zusammenfasse in einem Video, dass man also, wenn man später einsteigt, diese Zeitraffer-Videos sich dann anguckt und dann trotzdem recht schnell auf den aktuellen Stand kommt, dass man also das Wichtigste damit bekommt, was da früher passiert ist. Muss ich allerdings noch sehen, wie ich dazu komme,
von der Zeit her. Ja, und die werden dann halt auch immer laufend fortgeführt. Halt sagen, ja, Creeper Gang, ja, ich bin hier. Haben wir ja an der, oder an den Sichtbeton weitergebaut, glaube ich. Oder an den Weg weitergebaut. Und da hatte ich also eine Begegnung mit Spinnen und Creepern und habe mich aber doch, muss ich sagen, recht gut geschlagen. Ja, ohne Rüstung, immer noch 4,5 Herzen übrig. Und bei der anderen Attacke sogar immer nur noch 3. Ja, und als richtiger Minecrafter habe ich natürlich die Spinnen und den Zombie nicht mit dem Bogen erschossen, sondern verprügelt. Ja, also für einen alten Herrn wie mich ist das schon mal gar nicht mal so schlecht. Zack, Gesundheit. Ja, ich habe, glaube ich, in der Folge einmal richtig heftig niesen müssen. Da haben ja also viele Leute Gesundheit gewünscht. Ja, Gronkh, mit dem Thema sind wir ja, Gott sei Dank, denke ich mal, durch. Mir ist aufgefallen, dass er auf seiner Seite jetzt seit einigen Tagen oder sogar Wochen bei den Kommentaren gleich drin zu stehen hat. Bitte keiner erster Kommentare und so weiter. Also das so die Standard Kommentare, die einem das Lesen von Kommentaren auf gronkh.de wirklich vermiesen, dass das eingedämmt wird. Und ich habe auch festgestellt, zu den letzten Folgen, so 265, 66, 64, da wo er dann auch nochmal an seine Fans appelliert hat, dass er also bitte nicht andere Let's Player runtermachen. Dass seitdem dort die Kommentare deutlich besser geworden sind. Dass also einfach viel, viel Ballast, viel Müll, viel unnötiges Zeug da jetzt gar nicht mehr steht. Finde ich ganz gut so. Aber hier, ja, meine Kommentare, das merkt ihr ja auch, das hat sich inzwischen entwickelt, dass ich da freier sprechen kann, während ich irgendwas mache. Ja. Falschen Hände, Gronkh, ja, okay, das ist hier nochmal zu Gronkh. Muss man eigentlich nicht weiter hier drüber diskutieren. Eine Pause machen wäre vielleicht tatsächlich was, um diesen ganzen Hype um sein Minecraft Let's Play abkühlen zu lassen. Ich meine, er macht ja jetzt schon weniger Folgen als vorher in größeren Abständen. Und ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ne? Ja. Ah, gut, soweit die Kommentare zur 101. Folge. Schauen wir weiter zur, na komm schon, Kiste, 102. Folge. Schluss mit dem Katzenjammer. Ja, genau, da habe ich 101, 102 in einem Durchgang aufgenommen und dann später geteilt. Geht hier ja auch nochmal um Gronkh und den Hype um ihn, beziehungsweise seine Fans, die dann andere Let's Player runtermachen und auch eben das Vergleichen zwischen verschiedenen Let's Playern. Da hat hier also 1, 2, 3, 18, 33 nochmal Stellung zugenommen. Ich habe das noch ein bisschen ausführlicher dann kommentiert. Na, danke für das Lob, aber die Sache mit dem besten Minecraft-Spieler angeht. Es gibt halt sehr viele verschiedene Arten, Minecraft zu spielen, so viele wie es Spieler gibt. Es hat halt jeder Spieler die Freiheit, das auf seine eigene Art zu spielen. Na, anders bei einem, zum Beispiel Duke Nukem, da muss man halt einfach durch und dem vorgegebenen Pfad folgen. Hier bei Minecraft ist das eben was vollkommen anderes. Da kann man sich also doch aussuchen, was man macht. Dann kann so die verschiedenen Sachen unterschiedlich gewichten. Und dann hat man eben auch noch die Auswahl, sagen wir, Singleplayer oder Server und so weiter. Ja, genau, hier habe ich es geschrieben. Es kann keinen besten Minecraft-Spieler geben, weil es keine beste Spielweise für Minecraft gibt. Hier haben wir von Elixator. Ich habe dich erst seit kurzem abonniert, finde, dass du mit Gronkh ein guter Redner bist. Danke. Das hat sich bei mir inzwischen allerdings entwickelt. Das war mit dem Kommentieren früher nicht so gut.
Und bis ich mit dem Kommentieren so gut bin wie Gronkh, denke ich mal, habe ich noch ein Stückchen vor mir. Vor allen Dingen, wenn ich in seine Richtung gehen würde. Das wird richtig schwierig. Ich gehe da wie in so vielem, wie mit dem Let's Show Player überhaupt, doch eher meinen eigenen Weg und entwickle mich da weiter. jawohl, hier ein Tipp von Xismail of. Ups, okay. da an diesem Weg, wo er als erstes Video gebaut, Halleluja, okay. Er bezieht sich da auf die Stelle zwischen dem Schacht, wo wir einfach mal runtergeguckt haben, ein bisschen runtergegangen sind, ein kleines Häuschen oben drauf gebaut haben und die Mine oder an den Sichtbeton. Da meinte er, könnte man doch einfach einen Glasgang bauen. Drumherum, dann könnten mich halt die Monster nicht erwischen. Der Haken dabei ist, ohne Monster, die mich erwischen können, macht das Ganze doch keinen Spaß. Na, dann könnte ich gleich alles unterirdisch bauen und verbinden oder auf Peaceful spielen und. Ah, das gibt nicht so richtig was her, ne? Für ein Showplay, um es im Video zu zeigen, da muss es doch ab und zu mal knallen, da muss ein bisschen leer. Muss ein bisschen was los sein, ne? Ja, hier zu den Abonnenten, wie immer tolles Video, mach dir keine Sorgen, mache ich mir nicht. Abonnenten werden schon auch kommen. Ja, sie kommen. Ich habe sogar festgestellt, in der kurzen Zeit, die paar Tage, wo ich keine Videos hochgeladen habe, sind auch noch ein paar Abonnenten dazugekommen. Also ohne, dass ich neues Material hochlade, zumindest diese kurze Phase, kommen da neue Abonnenten. Inzwischen sind wir, glaube ich, bei 560, also auf bestem Wege zu den 600 und darüber hinaus. Und ja, schön, dass sich das so entwickelt. Und ich hoffe, dass das so weitergeht, dass das aber auch weiterhin so recht übersichtlich bleibt, dass ich mich halt einfach hier auch um euch und eure Kommentare kümmern kann, ohne dass das zu aufwendig wird. Hey Dutchman, mittlerweile bist du wirklich einer meiner Lieblingsvideo, Minecraft-Videomacher. Mach auf jeden Fall weiter so. Danke, habe ich vor. Ja. Und ja, hier von Sony 840, der ja an Caravatabana baut. Da wird also auch noch von ihm etwas kommen. Neptuns Dank ist ja inzwischen abgedatet und in der Welt drin. Und Karabatamana, da wird also auch noch was kommen. Da lässt sich Sony 840 allerdings ein bisschen Zeit, bis er richtig gute Sachen da noch bauen kann, dass das Ganze auch richtig gut aussieht. Folge 103, neue Gegend, neue Pläne, neue Minecart-Strecke. Da sind wir dann aufgebrochen von der Minecart-Station am TNT-Tunnel in eine bis dahin für euch unbekannte Gegend. Ich war da früher schon mal. Und ja, hier geht es um die Eisenbahnbrücken. Ja, die baue ich ja freischwebend. Das wird sich ändern. Ich habe ja an einer Stelle dann mal testweise so einen Pfeiler hingebaut, wie ich mir den vorstelle. Und das ist ganz gut angekommen. Und ich denke mal, ich werde dann in den nächsten Folgen entlang meiner Minecart-Strecken, der bestehenden und den Neubauten, den neu geplanten, dann einige dieser Pfeiler setzen. Stichwort Realismus: Wenn die Bahn ihre Brücken oder Strecken ohne Pfeiler bauen könnte, würde sie das auch tun. Aber sie kann es leider nicht. No. Ja, mal gucken, wie man es dann macht mit Spinnen, dass die da nicht hochkrabbeln können. Ich glaube, da habe ich dann schon eine gute Lösung gefunden. Über welchen YouTube-Kanal geht's da? Ach, den YouTuber, den du hier angesprochen hast. Ja, okay. Das war eine Sache. Kaktussäulen. Das wäre eine Sache. Also statt Cobblestone einfach Kakteen so hochbauen, dass sie die Bahnstrecken stützen. Ginge ja sogar da, wo die Strecken übers Wasser führen. Da wird halt kurz eine Sandsäule aufgeschüttet und dann pop, 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 geht's da hoch. Der Haken ist allerdings, die Kaktussäulen kann ich unten nur diagonal verbreitern. Nicht so, wie ich es jetzt bei der Steinsäule gemacht habe, die ich einmal da gebaut habe. Passt leider dann doch nicht so ganz. Ist aber eine pfiffige Idee.
Ja, muss. Ja. Ja, lohnt, dass man da mal drüber nachdenkt. Aha, da hat jemand über Gronkh von mir erfahren. Also, weil er seine Kommentare eher weniger liest. Ja, das war es halt auch. Da war halt so viel, ich sag mal, Ballast dabei. Und ich soll meine Rüstung ausziehen, wenn ich auf Peaceful durch die Gegend hüpfe und dann springe. dafür ist eine Rüstung da, dass die sich aufbraucht. Ne? Ja, hey, sehr gutes Video. Verstehe ich einfach nicht, warum du so wenig Views hast. Ist schon okay, entwickelt sich ja. Und da könnt ihr auch ja, dazu beitragen, dass mich mehr Leute entdecken, indem ihr halt für meine Videos den Daumen hoch gebt oder sie in eure Favoriten packt. Dann erscheint die nämlich öfter in der rechten Spalte, wo also ähnliche und verwandte Videos angezeigt werden. Ja, und dadurch finden dann mehr Leute den Weg zu mir. Gut ab vor deiner Arbeit, danke. Ach so, ja, das Hochladen, weil bei der Beta selber keine Booster funktionieren als die Rails. Kommt also auch wieder häufig die Frage eben, dass ich die Welt nochmal hochlade. Ja, ist die Frage. Eigentlich hatte ich ja nochmal so ein Mitbau-Event geplant, wie wir es in der Folge 50 hatten. Da hatte ich ja eine Stelle markiert und euch gesagt, hier, baut da was, schickt mir das und dann werden wir sehen, was wir davon reinnehmen. So bin ich ja zu der Quelle des Wassers und der Quelle der Lava. Ich mache das immer falsch. Entschuldigung, Zeitreisender. Also zur Quelle des Wassers und Quelle der Lava, zu Karabatabana und Neptuns Dank gekommen. Ja, ja, die nächste Mitbauaktion muss einfach noch deutlich besser vorbereitet werden, dass sich da die einzelnen Bauten nicht überlappen. Da muss ich mir noch was überlegen und auch noch ein geeignetes Gelände finden. Oder die einzelnen Stellen markieren, wo man da was macht. wäre jetzt auch eine Möglichkeit, die Welt einfach mal so hochzuladen, wie sie jetzt ist. Mit Karabatamana hat sich zwar nicht viel getan, aber Neptuns Dank bin ich ja eigentlich soweit fertig. Minecart-Strecken funktionieren soweit, also im Prinzip könnte ich die Welt in einer der nächsten Folgen hochladen. Allzu viel. Gut, ist noch nicht alles so richtig aufgeräumt. Ja. Ja. So, ja, die Booster. Wenn ihr noch die Version, die Welt aus der Folge 50 habt, die Booster dort, die könnt ihr notfalls selber umbauen. Ihr habt ja gesehen, wie ich es hier gemacht habe. Recht einfach. Und ja, das schauen wir mal, wie es da weitergeht.